zusammen, da sind wir zurück bei Star Wars Outlaws. Und jetzt geht's weiter. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Gelegenheiten in der Nähe. Karte öffnen. Hutenkartell, sprich mit dem Vollstrecker des Hutenkartells. Da wir bei dem gerade im nächsten dran sind, gehen wir auch mal zu dem hin. Nee, das ist ja sie. Was ist der denn? Hey, hier drüben. Ja, er, genau. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrek und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass sie nicht warten. Dann mal los. Hatte ich nicht irgendwo einen Gleiter? Was ist der eigentlich? Der Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Den hatte ich hier irgendwo abgestellt. Man kann ihn auch rufen. Noch besser. Man muss nicht. Schön. Man muss nicht zu ihm zurücklaufen. Das war das, was bei Jedi irgendwie gefehlt hat, ne? Das eigene Fliegen oder durch die Gegend fahren. Ein bisschen ist wie Far Cry im Star Wars Universum gerade. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Wie kann ich da Nein sagen? Ich finde das Piratenlager. Aber das wäre jetzt ja was anderes als das, was ich eigentlich angenommen habe. Erstmal muss ich mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Also wie gesagt, das ist irgendwie eine Mischung aus dem Star Wars, was man so schon kennt. Wow! Der Sturmtruppler hat mich fast vom Gleiter runtergeschubst. Also eine Mischung aus dem Jedi-Ding, was man schon kennt, und dann Far Cry. Denn es ist ja diesmal Ubisoft. Das könnte etwas holprig werden, Nix! Wir sind jetzt einfach durchgerast. Verreks Kontakt ist hier. Das war dämlich. Ein bisschen zu schnell abgestiegen. Und natürlich gleich hier erstmal Moment, mal wieder hoch mit dir. Wie war das? Bin ich? Ich habe nichts zum Heilen. Blöd, habe ich alles verbraucht. Ist da irgendwie durch? Soll ich denn da? Ah, hier.
Also das müsste dann die Kontaktperson sein? Hallo, Varric schickt mich. Nenn mich Monda. Du bist neu. Ich bin Kay. Das ist Nix. Na gut, Kay und Nix. Der Auftrag. Geht rein, schnappt die Kundenliste, platziert die Bombe am Generator. Das öffnet die Gehege. Damit ist deren Operation gelaufen. Okay, und die Bombe? Da drüben ist eine Standard-Baradium-Ladung mit Zeitzünder. Oh, ja, klar. Baradium. Verwende ich doch ständig. Es ist Zeit, eine Bombe zu legen. Ja, was man so macht, ne? Wow. Was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Obumas. Stinken fürchterlich, aber die Häute kann man so behandeln, dass die Gundag-Leder ähneln. Und was passiert mit ihnen? Du befreist sie. Na, was geht, Große? Ich will irgendwie auch nicht zu auffällig hier rumrennen. Also bleiben wir mal so ein bisschen weg da vom Weg und mehr so im hohen Gras. Hm, ist doch irgendwo jemand. Jemand? Das sollten wir uns mal ansehen. Du hast hier keinen Zutritt. Wir sollten uns an gefährlichere Beute wagen. Ich muss bald mal. Hey, hier kannst du nicht hin. Du siehst mich doch gar nicht. Ich bin hier irgendwo im Gebüsch. Aber erstmal brühen, oder was? Wo sind die jetzt hin? Da ist auch wer. Hier stimmt was nicht. Oh Gott, da ist ja auch wer. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Nein! Ach, der hat auch noch einen fallen lassen. Ja, gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Vielleicht läuft das besser. Ach, von hier aus wieder, okay. Was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Obumas. Stinken fürchterlich, aber die Häute kann man so behandeln, dass die Gundag-Leder ähneln. Was passiert mit ihnen? Du befreist sie.
Mal gucken, ob es irgendwie noch einen anderen Weg gibt. Ohne hier gleich allen erstmal schön in die Arme zu laufen. Naja, da rutscht sie gleich runter. Ich sehe hier auch nichts, wo ich mich hochhangeln könnte. Oh, das sind ja zwei. Hä? Denen sind wir ja fast in die Arme gelaufen, die da gerade waren. Sieht aus wie eine private Landeplattform. Ha. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, Nix? Naja, aber wofür? Boska! Wieder einer, der einfach um die Ecke stand und nicht den. Nicht. Den habe ich nicht gesehen. Ich muss meinen Blaster mal reinigen lassen. Moment mal. Du hast hier keinen Zutritt. Hol sie dir. Keine Gefahr. Griff, die sehen uns. So. Hat dann doch besser geklappt, als ich erst befürchtet habe. Wir haben dann auch nicht gleich so einen Großalarm gemacht. Und schon wieder einer angerannt. Da ist auch einer. Tob dich aus, Nix. Was war das? Du hast hier nichts. Das sind zwei. Echt jetzt? Und dann können wir auch losballern. Oder das hier machen. Nebenbei noch ein paar Sachen klauen. Decken. Nix, das Fass. Da ist ein Schild im Weg. Nix, Angriff. Sie ist hier. Oder wo? Das ist ja nervig. Okay.
Ein Schild hier. Auch keins. Bin ich nicht irgendwo mal runter, wo mich... Keiner... Ja. Okay, das war auch dämlich. Aber wir starten jetzt nicht wieder komplett von dort. Wir sind jetzt hier, okay. Das ist doch doof, wenn man hier beim Absprung gleich sich die Gräten bricht. Sieht aus wie eine private Landeplattform. Ha. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, Nix? Wir sehen uns, Nix! Das ist aber gleich den Alarm ausgelöst. Einmal durchrennen. Da geht es noch. Dann können wir hier hoch. Also schön ruhig, Kumpel. Sieht aus wie eine private Landeplattform. Ha. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, Nix? Wahrscheinlich nicht. Gut, Nix. Hol sie dir. So, der Anfang geht immer noch. Willst du das haben, Nix? Nix, fass! So, jetzt hier hoch. Na, wer sagt's denn? Das nehme ich mit. Ein bisschen doof, dass sie das weglegt, wenn sie hochklettert. Das vergesse ich immer. Nee, der hat nicht Alarm schlagen. Wir sind festgenagelt. Weiter!
weg. Na los jetzt. Die lassen einfach nicht nach. Ich hab's. Wo ist jetzt die Kundenliste? Das dachte ich, da muss ich auch noch. Tut, wofür ihr bezahlt werdet. Haltet die Stellung. Seid keine Gnade. Vielleicht ist die Liste auf dem Holopok. Im Kampf nicht verfügbar? Nein, nicht mal. Nicht schlecht, was nix? Krass. Die Hutten verschwenden dein Talent. Was wird das? Ein Angebot. Crimson Dawn will wissen, wer bei den Pikes kauft. Gib mir die Liste und wir beide profitieren. Was ist mit Varric? Huttenschläger sind leicht zu belügen. Nur nicht blinzeln. Was, wenn ich Nein sage? Jetzt, wo du weißt, für wen ich arbeite, kann ich dich nicht gehen lassen. Okay, Monda. Wir sind im Geschäft. Und du hast einen Auftrag abzuschließen. Ich übertrage die Daten und du kümmerst dich um die Bombe. Crimson Dawn ist sehr profitabel. So, hat die jetzt alle draußen erledigt für mich, oder warten die jetzt noch alle draußen? Na komm, nix. Auf zum Generator. Die haben wir ja nicht, die Schlüsselkarte. Sind ja durch den Hintereingang rein. Bewegung, nix. Die haben es auf uns abgesehen. Nix, los. Nix, du bist am Zug. Okay, da ist da oben irgendwo. Glaube ich. Ich habe nämlich nichts angefasst. Die Uhr läuft ziemlich schnell. Siehst du einen Ausweg, Nix? Ja, wir kommen gar nicht so. Es muss einen anderen Weg geben. Gott, shit. Blöd. Nix, der Knopf, drück ihn! Dass wir unser kleines Land Axolotl bei uns haben. Also ich hoffe jetzt, also ich sehe jetzt hier keinen Timer. Ich hoffe, ich komme hier noch raus und dass das so ein Ding ist ohne Zeit. Hä? Wo ist uns jetzt hier? Schacht öffnen, war doch eben. Ja, da. Überall ist wer. Guck und
unschuldig, Nix. Wir lügen gleich die Hutten an. Hey, hat der jetzt die Schlüsselkarte? Tatsache. Naja, wir haben es ja auch da ohne was geschafft. Schnapp sie, den Nick! Los, die haben uns gesehen! Schnapp dir die Rumskugel, Nick. Braver Junge! Nicht schon wieder! Das schießt einer von hinten. Lauf, Nix! Bring klar! Sollte ich einfach nur abhauen? Ah, tot. Und wo starten wir? Bitte nicht wieder von ganz vorne. Bitte vom Dach oder so. So, denn eins ist jetzt, verlasse die Anlage. Okay, ich wollte gerade sagen, mir ist eins hier gerade nicht ganz klar, nämlich was mein Ziel ist. Guck unschuldig, Nix. Wir lügen gleich die Hutten an. Muss mein Klasse. Sicher den Bereich. Gut festhalten. Jetzt geht's los, Kumpel. Beric, Auftrag erledigt. Ich wusste. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wusste, du kriegst das hin. Wir treffen uns bei der Ruder in Jauntas Hoffnung. Schon wieder? Nochmal ran. Jetzt bin ich raus. Oh, bitte! Oh, wirklich hinter uns her hier. Was ist er denn? Ja. Jetzt müssen wir ihn anlügen. Das hinkriegen. Prüf mal die Zünder deiner Bomben. Es hat doch funktioniert, oder nicht? Hast du die Liste mit den Käufern? Was für eine Liste? Da gab es nur Robuma-Kacke. Und Pikes mit Robuma-Aroma. Ich glaube, du verarschst mich. Siehst dir gern selbst an. Aber warte vielleicht, bis das Feuer gelöscht ist. Ich mag dich, Kay, aber für einen halben Job gibt es nur halbes Geld. Wow, geschafft. Ja, klar. Ui. Ja, hätte besser laufen können. Aber wir lernen noch. Oh, kann ich das? Ich kann das streicheln. Oder beißt es mir dann in den Finger? Du bist eine gute Lügnerin. Wer ist da? Crimson Dawn beobachtet dich, Kay. Enttäusche uns nicht. Okay, machen wir nicht. Ruhen wir uns erstmal hier aus und schauen beim nächsten Mal, was wir noch so anstellen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.